muss ganz ehrlich sagen, das war für uns eine absolut schwierige Saison. Wir haben doch einige Fehler auch gemacht, auch was, gerade was die Kaderplanung angeht. Hatten dann wirklich immens tolle Schwierigkeiten, auch vernünftig in die Saison zu starten. Man trainiert jeden Tag und deswegen ist es natürlich auch für mich sehr schwer gewesen, denn irgendwann zu sehen, dass wir auch einfach zu schwach waren. Das Resultat? Tabellenletzter. Abgeschlagen. Nur 6 Siege, weil gerade die Defensive nicht funktionierte. 255 Gegentreffer. Die meisten. Als Konsequenz stieg die Mannschaft sportlich ab. Doch gab es die Möglichkeit, am grünen Tisch die Klasse zu halten. Doch Fass entschied sich dagegen. Stattdessen steht die neue Saison unter dem Motto Back to the Roots. Wir wollen ein bisschen mehr in unsere eigene Identität gehen. Wollen Schwung holen. Brauchen vielleicht auch mal ein Jahr Regeneration, um einfach auch mal wieder Siege einzufahren. Deswegen haben wir uns entschieden, auch in eine Liga tiefer zu starten, in der Regionalliga Ost. 2 Entscheidungen wurden für einen Neuanfang getroffen. Zum einen wird die Kooperation mit den Eisbären Berlin nicht fortgesetzt. Zum anderen wird der Trainings- und Spielbetrieb wieder komplett im Erika-Hess-Eisstadion durchgeführt werden. Ich habe immer gesagt, okay, in der 4. Liga, in der Regionalliga Ost, da sind wir trotzdem noch ein Berliner Verein, aber vielleicht wird das alles so ein bisschen gerafft auf ein Weddinger Team oder ein Weddinger Verein. Also das könnte so ein Motto sein, hier den Kiez zu begeistern. Einen Vorgeschmack bekamen der Sportdirektor und Co. Ende April beim Fanabend im Lokal Schraders. Den zahlreichen Fans wurden dabei die ersten personellen Entscheidungen mitgeteilt. Christian Leers und Marvin Mietke verlängerten ihre Verträge. Dennis Merck wird komplett Akademiker und Richard Jansson kommt neu vom Erzrivalen ECC Preußen Berlin. Ich habe ihn damals mal kennengelernt, vor 2-3 Jahren. Und wir standen irgendwo vor der Halle, ich habe mich mit jemandem unterhalten und er sprang eine halbe Stunde lang einfach Seil. Ja? Und das hat mir damals schon imponiert. Er ist ein Kraftprotz, der auf dem Eis auch wirklich diese Kraft auf Eis bringt. Er ist ein Rechtsschütze, ein Rechtsspieler. Das macht ihn auch so sehr wertvoll. Doch nicht nur auf dem Eis sollen Veränderungen her, auch an der Bande. Ein neuer Trainer wird gesucht, ein Profitrainer. Also keine Wischiwaschi-Lösung mehr wie letzte Saison, als Mietke als Amateurtrainer eine enorme Belastung tragen musste. Das Anforderungsprofil dabei klar. Wir brauchen einen Trainer, der bei uns eine Perspektive sieht, der bei uns mit diese junge Pflanze, die wir jetzt praktisch wieder so ein bisschen runtergeschraubt haben, mit auf jeden Fall entwickeln möchte. Das soll ein Trainer sein, der sich auch in der Oberliga auskennt oder vielleicht sogar auch in höheren Ligen. Mit vielen jungen Trainern ist man in Gesprächen, weil die Mannschaft eher jung sein wird. Jung und hungrig für die neue Saison, für neue Ziele. Man muss es jetzt so ein bisschen differenziert sehen. Natürlich wollen wir das Beste geben und auch um die Meisterschaft spielen, das ist ganz klar. Bloß wir wollen wirklich gute Spiele bringen und wollen das Publikum begeistern. Begeistert war schon in dieser Saison der Verein von seinen Sponsoren, möchte sich nochmal herzlich bedanken und freut sich schon jetzt auf den Neuanfang mit allen Unterstützern, mit allen Fans, auf das erste Bulli in eine neue Eiszeit.